Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Interview bei Aktionär TV. Wie sieht es eigentlich gerade aus bei den Derivaten? Da habe ich natürlich zufällig mir Verstärkung an die Börse geholt. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin, der Aktionär, Ressortleiter hier für die Derivate und leitender Redakteur. Thomas, schön, dass du da bist bei mir an der Börse. Wir reden ja generell öfter über dein Hebeldepot. Jetzt wollen wir es uns mal einfach genauer angucken und vielleicht auch noch mal ein bisschen vorstellen quasi. Mhm. Wie genau ist es aufgebaut? Wie läuft auch die Auswahl? Was sind hier die Kriterien? Ja, sind viele Fragen auf einmal. Fangen wir mal grundsätzlich an. Wir starten jedes Jahr neu. Mhm. Anfang des Jahres zum ersten Handelstag wird das ganze Depot frisch aufgelegt. Wir hatten in der weiten Vergangenheit mal das kontinuierlich laufen gehabt, aber seit ein paar Jahren starten wir das jedes Jahr neu. Wie der Name schon sagt, Hebeldepot. Es sind ausschließlich Hebelpapiere drin. Hebelpapiere, Optionsscheine, Faktorzertifikate, Turbo-Optionsscheine, also was man eben aus der Gattung so kennt. Ja, das können zum einen Long-Produkte sein, auch Short-Produkte sind teilweise enthalten, aber da bin ich ehrlich, da haben wir eher weniger Short-Produkte. Wir sind eher auf der Long-Seite meistens positioniert. Ja, das ist so die generelle Aufstellung. Und ja, zur Strategie, wie gesagt, wir versuchen natürlich durch den Einsatz dieser Hebelpapiere so gut wie möglich abzuschneiden. Das ist die Strategie, aber wie geht ihr jetzt dabei vor? Also wonach pickt ihr euch jetzt die passenden Sachen raus? Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Einmal News Trading, also sprich, ein Unternehmen bringt gute Meldungen, wir springen da auf und hoffen dadurch einfach auf kurze Sicht Performance zu erzielen. Andere Sachen, anderes Kriterium ist die Charttechnik. Sehr gerne von uns genommen, Kaufsignale einfach antizipieren zum Teil. Es gibt ja oft den Fall, dass eine Aktie auf einen massiven Widerstand hinläuft und da kann es sein, dass wir darauf spekulieren, dass dieser Widerstand gebrochen wird, dass es dann weiterläuft. Das ist ja in der Regel so. Oder wir gehen erst nach einem aktivierten Kaufsignal in die Aktie, in den Rohstoff. Wir sind ja da auch völlig flexibel. Wir können auf Indizes gehen, auf Aktien gehen, auf Rohstoffe, Devisen. Also wir sind da völlig, völlig frei. Das ist eben das Zweite. Manchmal auch, sage ich mal so, Momentum-Aktien. Wenn jetzt eine Branche aktuell im Fokus der Anleger steht, dann sucht man sich hier einfach Unternehmen aus, Basiswerte aus, die einfach einem persönlich auch ja, ansprechen, die fundamental gut bewertet sind, also günstig bewertet sind. Das sind so die drei Hauptkriterien, sage ich mal, die zur Auswahl der Papiere führen. Also da ist natürlich auch sehr viel persönliche Auswahl von euch mit dabei. Das heißt, wie sehr guckt ihr euch dann vielleicht auch gegenseitig auf die Finger? Zum Beispiel, wenn es jetzt mal bei einer Position nicht so gut läuft, ab wann ist der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt schmeißen wir sie raus oder fällt die Trennung dann vielleicht ein bisschen schwer? Es ist immer schwer, Verluste zu realisieren. Wir haben, das muss ich dazu sagen, meistens keine Stoppkurse. Das entspricht eigentlich nicht dem, was wir beim Aktionär immer vorgeben. Immer nur mit Stoppkursen handeln. Aber wir sind ja genügend Redakteure, die ständig die Märkte im Blick haben. Und wenn Stoppermarken wichtige erreicht werden, dann können wir jederzeit reagieren. Deswegen einfach so als Hintergrund für unsere Zuschauer, in der Regel ohne Stoppkurse hier gearbeitet. Und ja, es kommt auf die Position an, auf die Positionsgröße im Depot. Wenn eine Größe 10% Gewicht hat, ist das was anderes, wenn sie 30% Gewicht hat, wobei das eher selten der Fall ist. Sprich, bei einer kleineren Position lassen wir die Aktie durchaus mal auch etwas tiefer in die Verlustzone laufen, wenn wir davon überzeugt sind, dass sie sich auch wieder rasch erholen kann. Bei einer großen Position dann eher eben weniger. Also es kommt nicht darauf an, wie die Prozente sind, sondern die Auswirkungen aufs Gesamtdepot. Hast du jetzt quasi noch so ein bisschen in Erinnerung, wo du sagst, da ist es jetzt besonders gut gelaufen, das hat noch besser performt, als wir dachten, aber vielleicht auch umgekehrt, das war jetzt nicht so unser glücklichstes Händchen? Ja, Commerzbank hatten wir mal einen Schein drin, der war weniger gut, da haben wir auch lange zugeschaut, sage ich mal, bis wir dann die Reißleine gezogen haben, waren glaube ich 50%, also das sollte auch wirklich nur die Ausnahme sein und 50% natürlich auf die einzelne Position
Wenn ich jetzt All-In gehe mit einer Commerzbank oder mit einem Commerzbankschein, dann sind natürlich kann man natürlich nicht warten, bis eine Position 50% ins Minus läuft, weil das aufzuholen, brauche ich dir nicht erklären, das dauert ewig und ist ein harter Weg. Aber wenn jetzt eine kleine Position 50% verliert, dann macht es im Depot vielleicht nur 3, 4, 5% aus. Dann kann man das auch wieder reinholen. Also Commerzbank war mal eher nicht so gut, kommen wir zum Positiven. Erinnere mich natürlich sehr gerne Amazon, ein Faktorzertifikat, das sich mehr als verdoppelt hat. Da erinnert man sich natürlich sehr gerne dran. Wir haben viele Positionen gehabt. E.ON erinnere ich mich, da haben wir bei 70, 80% mal die Hälfte rausgenommen und den Rest laufen lassen. Allianz war so ein Schein, auch fast 80, 90%, Hälfte mitgenommen, den Rest laufen lassen. Also da, wir haben mehr Gewinntrades gehabt als Verlusttrades. Das ist schon mal das Wichtigste. Und wenn man die Verluste begrenzt, meistens waren die Gewinntrades deutlich besser, dann kommt auch eine positive Jahresperformance raus. Was würdest du jetzt abschließend sagen? Also ich meine, ihr seid die Profis, ihr habt das auch immer im Blick. Was würdest du aber jetzt abschließend auch für einen Tipp jetzt vielleicht für Zuschauer geben, die sich in dem Bereich so ein bisschen informieren wollen oder vielleicht eben auch mal was traden wollen? Was würdest du da sagen? Also du hast vorhin schon gesagt, eigentlich sagt ihr den anderen mal Stoppkurse setzen. Macht ihr jetzt selber nicht, aber was wäre noch so dein Tipp quasi für die Zuschauer? Erstmal mit einem Musterdepot, quasi mit einem fiktiven Depot arbeiten. Das würde ich jedem erstmal empfehlen. Also wenn ich jetzt noch keine großen Erfahrungen mit Hebelpapieren gemacht habe, dann muss ich mir erstmal, gibt es ja bei allen Portalen, sage ich mal, ein Musterdepot anlegen. Streuung ist wichtig, nie alles auf eine Karte. Also wir haben immer so zwischen 5 und 10 Positionen im Depot bei 20.000, 25.000 Euro. Wenn ich nicht so viel Geld habe, wie gesagt, weniger Positionen. Wenn ich angenommen 10.000 Euro habe, lege ich mir 5 Positionen rein, fiktiv, a 2.000 Euro und dann einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie Hebelpapiere reagieren, was ist der Unterschied zwischen Optionsschein, Turbo-Optionsschein, Faktorzertifikat, was sind da so die Eigenheiten, dass ich das mal, ja, das muss ich kennenlernen. Ich kann nicht einfach blind jemanden hinterherrennen, wenn ich noch überhaupt keine Erfahrung gemacht habe. Ich merke dir einfach nur deine Faszination an, das ist einfach schön. Naja, es ist faszinierend, weil man kann halt mit wenig Einsatz viel Geld verdienen, aber man muss sich halt immer im Klaren sein, diese Hebel, die wir da haben, die wirken halt leider auch in die andere Richtung. Mhm. Und das unterschätzen viele noch. Wunderbar, Hebel 5, wenn die Aktie 20% macht, habe ich 100%. Ja, macht sie 20% minus, ist leider das Geld weg. Und das vergessen viele, deswegen erstmal üben, wie mit allem. Und Fußball die Risiken, oder was weiß natürlich ich. Einfach auch vergegenwärtigen. Üben. Dann lerne ich die Sachen kennen. Was kann ich verdienen, was kann ich verlieren? Und wenn ich dann mal ein Gefühl habe, ja, das habe ich jetzt überblickt, ich weiß, die Risiken zu erkennen, ich kenne die Chancen, dann kann ich auch mal dann ans lebende Objekt planen. Ans lebende Objekt. Thomas, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Ja, liebe Zuschauer, wir haben es gerade auch noch mal festgestellt, der Hebel wirkt eben immer in beide Richtungen. Jetzt haben wir uns mal das Hebeldepot ein bisschen genauer angeguckt hier von Thomas Bergmann und den anderen natürlich beim Anlegermagazin Der Aktionär. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.